Hey Freunde, es gibt immer wieder einen Real Talk. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, weil ich will das ganze YouTube-Ding und Social Media neu aufziehen und dass ich wirklich regelmäßig dran arbeite und dafür kommen halt jetzt keine bzw. weniger Videos. Vielleicht auch keine, außer dass ich einmal. Aber ja, es hat seine Gründe. Ich bin auch derweil nicht wirklich auf der Höhe. Mit meiner Schizophrenie geht es eigentlich ganz gut. Weil ich habe nicht wirklich Halluzinationen und die ich habe, tue ich nicht wirklich so wahrnehmen, weil ich mich nicht darauf konzentriere, ich tue einfach mein Ding durchziehen. So gehört es die Leute. Auf jeden Fall, ich merke gerade wieder, wie mich das erfüllt, wenn ich einfach vor der Kamera mit euch reden kann. Und das ist wirklich, glaube ich, ein Herzensprojekt von mir. Dass ich da weitermache und das wirklich professionell mache. Und zur Professionalität gehört auch Regelmäßigkeit. Das Problem ist, ich bin eben gerade in einer speziellen Medikamentenreduzierungsphase. Ich werde nämlich die Haldol langsam ausschleichen mit meiner Frau, Psychiaterin, mit meiner Frau Doktor. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist ein bisschen anstrengend, das Ausschleichen, weil wir gehen schon immer 50 Milligramm, es geht ja nicht anders, es ist eine Depotspritze. Aber ja, ist ja jetzt egal. Ich will mehr für euch machen, weil ich dann gleichzeitig mehr für mich mache. Und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf, dass ich richtig mache, aber ich brauche noch Planungszeit. Ich weiß nicht, ich brauche noch. Aber ich will auch ein bisschen vorproduzieren, dass ich wirklich regelmäßig Videos dann hochladen kann. Und ja, Leute, ich mache das für euch, ich mache das für mich. Alles gut. Ich werde wieder fitter, ich bin wieder auf dem Weg der Heilung. Ich kämpfe mich durch die Psychose durch. Ich hoffe, ich gebe euch ein bisschen Kraft und Motivation mit dem Shiat. Leute. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich schaue, dass ich mich beeile. Ich weiß nicht, spätestens nächstes Jahr fange ich wieder richtig an. Obwohl, jetzt macht mir eben schon Spaß, vielleicht auch früher. Da gibt es ja noch kein Datum. Also, wenn ich fertig bin, wenn ich ready bin, dann kommt wieder mehr von mir. Aber ich will euch halt auch nicht langweilen oder das ist. Also, Real Talk kann man eigentlich wieder einführen. Ist ja wurscht, das tue ich im privaten Planen. Auf jeden Fall schaue ich, dass Regelmäßigkeit reinkommt, da ich vielleicht ein paar Sachen vor. Ich habe eher ein paar Videoideen da drinnen, die tue ich immer umsetzen. Sind aber eher Langzeitprojekte auch. Aber Projekt ist Projekt, ne? Außerdem ist sicher cool, einmal ein Langzeitprojekt. Ja, bevor ich dahin schweife, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Haut rein, Leute. Und ja, Peace out, euer Fabian. Peace out, ja. Tschüss.